Rot-Weiß Oberhausen. Der Endstand vor 564 Zuschauern, 3:0 für den WSV. Ich begrüße beide Trainer, Dimitrios Pappas auf Oberhausener Seite, Alexander Vogt auf WSV Seite. Zunächst die Kommentare zum Spiel, da dürfen wir immer unsere Gäste beginnen. Bitte schön. Zum Spiel heute muss man sagen, wir haben verpasst in der Drangphase, die wir hatten. Anfangsminute, achte Minute schon, glaube ich, bin schon erste Chance los. Danach Doppelchance von Schunterada, da wo wir ja, das 1-0 verpasst haben. Und wie das so gut mal so ist, dann kommt man da, werden wir nicht belohnt und dann kommt man in Rückstand. Ja, dann sind wir in der zweiten Halbzeit auch rausgegangen, haben dann nochmal die erste Chance gehabt, wo wir auch knapp am Pfosten scheitern, neben dem Pfosten scheitern. Ja, und dann haben wir aufgemacht und dann wurden wir so ausgekontert und ja, unser Spiel hat uns vorher. Dankeschön. Alexander, dein Kommentar zum Spiel. Ja, unabhängig vom Ergebnis ist es für mich einfach wichtig, gesehen zu haben, was die Mannschaft leisten kann, wenn sie alles an Herz und Kampf und Leidenschaft reinlegt, was drinsteckt. Das haben sie heute getan. Zum Spiel selber, wir haben mit Sicherheit 5 bis 10 Minuten gebraucht, um im Spiel anzukommen. Das heißt nicht, dass wir nicht im Spiel waren, sondern wir haben so ein bisschen gesucht noch nach Zugriff. Haben auch in der ersten Situation durch Tirada Glück. Aber genauso viel Pech haben wir auch in den letzten 4 Wochen gehabt, wenn man ehrlich ist. Da sind die Spiele auch nicht wirklich für uns gelaufen. Heute haben wir halt nur mal das Glück gehabt, dass die erste Chance nicht reingeht. Aber ich glaube, danach kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das ein verdienter Sieg war, auch in der Höhe. Und wir haben unsere Aufgabe sehr, sehr gut erledigt. Die Aufgabe, die wir uns vorgenommen hatten, haben wir genauso angenommen. Haben uns, glaube ich, in der ersten Halbzeit so nach 10 Minuten, Viertelstunde beim Gegner in der Hälfte so dermaßen festgebissen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis das Tor fällt. Das fiel dann auch, zum Glück. Und hinten raus haben wir uns dann auch endlich mal belohnt dafür, dass wir so einen Aufwand betreiben mit dem zweiten und dem dritten Tor. Freut mich einfach für die Jungs, für die Mannschaft, dass sie sich belohnen für den Aufwand, den sie betreiben, weil viel weniger Aufwand haben wir in den letzten Wochen auch nicht betrieben. Nur da gehört auch so ein bisschen Spielglück auch noch dazu. Und ich bin einfach froh über die Reaktion zu letzter Woche. Wir haben den Sieg drin, wir haben 0 gespielt, das ist schön. Und ab morgen beginnt für mich die Vorbereitung auf nächste Woche. Die Jungs können mal durchatmen bis Wochenende und dann geht's weiter für uns. RWO, meinen Kollegen, wünsche ich alles Gute für den Rest der Saison. Danke. Danke dir. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte schön. Herr Vogt, wir haben heute Daniel Stefankiewicz im Tor das Vertrauen geschenkt. Hatte das rein sportliche Gründe oder war Niklas Lüttke angeschlagen? Nee, das waren rein sportliche Gründe. Alles klar. Gibt es weitere Fragen? Ja, Herr Kuppers, sollte die Mannschaft jetzt reagieren, um aus dieser negativen Spirale dann im Endeffekt wieder rauszukommen? Ja, wir müssen einfach dranbleiben. Das ist, wir dürfen aber nicht aufgeben. Und wir sind uns sicher, dass nächste Woche da schon wieder weitergeht, Auswärtsspiel. Und wenn wir weiter nach vorne spielen und unsere Chancen kreieren, dann sind wir uns sicher, dass irgendwann das Ding zappelt. Und dann kriegen die Jungs auch das Selbstvertrauen, was die momentan brauchen. Ja, das kommen wir nur selber raus. Uns kann keiner helfen, da sind wir nur die uns selber, die uns jetzt helfen können. Und wir sind uns sicher, dass wir das auf jeden Fall machen. Gibt es weitere Fragen? Nachfrage, bitte. Ja, Herr Vogt, war das Spiel heute vielleicht so ein Musterbeispiel, wie man dann auch auf die vielen Verletzungen reagiert, auf die vielen Ausfälle? Mir war jetzt erstmal wichtig, dass die Mannschaft reagiert auf das letzte Spiel. Auf die Verletzungen reagieren wir schon seit Wochen, mit Umstellungen, mit all diesen ganzen Sachen. Also die Mannschaft hat auf die Niederlage letzte Woche sehr, sehr gut reagiert. Das ist Fakt. Natürlich ist es so, dass wir so langsam aber sicher auch in den Bereich kommen, wo die Spieler, die keine Vorbereitung gemacht haben, wie Perez, Rodriguez oder auch Königs, die hatten ja alle keine Sommervorbereitung, das darf man alles nicht vergessen. Oder ein Erbichtrüppel, dass die Jungs jetzt langsam auch dahin kommen, dass sie körperlich uns weiterhelfen. Das ist wichtig. Dass die angeschlagen zurückkommen, dass wir dann auch irgendwo die Qual der Wahl haben, ist wunderbar für mich als Trainer, super. Und ja, ich bin froh deswegen. Gibt es weitere Fragen?
Das ist nicht der Fall. Den Gästen aus Oberhausen eine gute Heimfahrt. Weiter alles Gute für den Verlauf der Saison. Und für uns geht es gegen Schalke weiter am nächsten Samstag. Schönes Wochenende und danke euch.